Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport 4.2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Oberbösa, im lauschigen Oberbösa. Und das hat folgenden Grund, ihr ahnt es vielleicht schon, richtig, wir basteln heute einen Ringlokschuppen hier. Das ist überfällig, das habt ihr auch schon mehrfach geschrieben. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wohin mit dem guten Stück? Wir hätten hier unten ein bisschen Platz, das ist aber erhöht. Hier oben ist irgendwie nicht so ideal. Hier, guck mal, hier ist doch mehr als genug Platz. Vielleicht sogar mit einem Tunnel irgendwie hier durch, noch ein bisschen Städtchen rein. Das gucken wir. Wir suchen zuerst mal Kollege Ringlokschuppen. Den müssten wir haben bei Gebäude. Ist ja eigentlich, ja ein Bahnhof nicht, aber eine Spitzkehre, wenn man es genau nimmt. Das ist das schöne Teil. Depot ist schon mal richtig. Beziehungsweise Depot Plus. Was ist ein Depot Plus? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Bodentextur bei nur Gleis. Machen wir mal ja. Dann sieht das so aus. Okay. Number of Roads. Ich würde mal sagen, das passt doch so. Das sind relativ viele Gleise. Gefällt mir. Jetzt ist die Frage ein bisschen die Ausrichtung. Ja, schon hier oben. Dann sieht man hier vom Hybrid auch noch ein bisschen runter. Und dann können wir hier ein bisschen was machen mit Gleisen. Ich drehe dich mal noch. Zack. Einmal so. Und dann haben wir hier unseren schönen Ringlokschuppen. Jetzt müssen wir den verbinden. Ja, entweder mit einem Bahnhof oder mit einer Spitzkehre. Vielleicht hier unten eine Spitzkehre hin, eine kurze, dass wir hier einen Zug haben. Wobei, es wäre natürlich auch nett, wenn der in den Bahnhof reinfahren würde. Aber irgendwie, das ist jetzt halt wieder ein Kopfbahnhof. Da müssen wir wieder irgendwie außen hier rum, eine Brücke hier rein. Nee, möchte ich nicht. Die andere Möglichkeit wäre, ja, aber hier hinten ist halt... Nee, guck mal, hier hätten wir tatsächlich noch Gleise. Kommen wir da irgendwie rein? Ja, eben mit einem Tunnel. Lasst uns das doch so machen. Dass wir hier lang düsen, hier ein Tunnel und dann irgendwie hier der Straße folgen und dann irgendwie dort noch rüber zum Bahnhof. Oder hier rüber zum Bahnhof mit der Brücke. Ja, das würde ich gerne so haben. Also, dann machen wir das doch glatt. Weil wir können einen Zug fahren lassen, sozusagen. Ich kann das hier, zack, anschließen. Hier hinten, kann ich das auch anschließen? Oh, das geht tatsächlich auch. Okay, gut. Ich hätte trotzdem gerne das Ganze von hier aus. Und da machen wir einen Zug, da machen wir nichts Riesiges. Sollen wir noch an die Straße ran oder ans Gleis? Kommt, wir machen das Ganze so, dass wir hier ans Gleis rangehen. Finde ich tatsächlich cooler. Einmal so, dann hat der Zug auch noch ein bisschen Weg. Das ist ja nicht verkehrt. So, einmal diesen. Und jetzt irgendwie durch den Berg durch. Jetzt müssen wir aber auch gucken, wo kämen wir wieder raus oder wo macht das Sinn. Schon am ehesten hier, denke ich, dass wir hier durchgehen. Schnappen wir mal das Gleis. Haben wir hier schon einen Tunnel? Ne, haben wir noch nicht. Wenn das hier so andockt, ja, dann wird das dort so flach gezogen. Ihr wisst was, dann gehen wir hier raus. Machen wir so. Einmal hier durch. Genau, mit einem schönen Tunnel, finde ich okay. Schönes Portal dazu. Ein Oberböser Portal. So, was Mächtiges. Gleich hier hinten nochmal was Mächtiges. Irgendwie so. Und jetzt einmal hier die Kurve. Genau, einmal das Tunnel durch. Gleich nochmal was Mächtiges haben wir gesagt. Wäre zum Beispiel das Teil. Sehr gut, dann sind wir hier hinten angekommen. Und jetzt müssen wir hier eigentlich auf eine Brücke rauf, wenn man es genau nimmt. Dann machen wir das auch. Ich habe es eingelesen, das heißt, das müsste funktionieren. Ist mir zu hoch. Das machen wir ein bisschen flacher. Ja, es ist zu flach. Ja, so ist tatsächlich auch zu flach. Ein Punkt höher muss ich noch. Das war einen runter, dann machen wir zwei hier hoch. So, dann haben wir hier die Brücke. Wobei, wir wollen ja dort ins Gleis rein. Ich mache mal die Brücke. Vielleicht sogar tatsächlich eine Holzbrücke hier. Funktioniert das? Das scheint soweit zu funktionieren. Ich kann es noch mal ein bisschen zurückziehen. Das hat aber irgendwie ein Gefälle. Das muss eigentlich nicht sein. Mach mal gerade. Jawohl. So, einmal zack den hier. Dann eine Kurve. Hier runter. Stehen wir da mit dem Pfeiler? Nee, ja, ein bisschen stehen wir da auf dem Gleis. Kann ich ein bisschen wegziehen. Ja, so ist besser. Gut, aber da kommen wir irgendwie nicht runter. Das sehe ich jetzt schon. Da kommen wir hier irgendwie nicht unten durch wahrscheinlich. Ich baue mal. Zur Not reißen wir es wieder ab, ganz klar. Weil hier kommen wir doch nicht unter der Brücke durch. Spiel, lass mich hier andocken. Jetzt hat es geklappt. Ja. Das geht so nicht. Da wird die Brücke runtergezogen. Wir versuchen es mal mit M oder mit N.
Nee, das geht auch nicht. Da haben wir einfach zu wenig Platz. Das funktioniert nicht. Wir müssen eher runterkommen. Ja gut, dann müssen wir die Brücke nochmal kurz kappen und hier abwärts bauen. Dass wir das so machen. Ja, bauen wir ja bereits. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Weg. Das kriegen wir schon irgendwie hin, da bin ich guter Dinge. Ich weiß, es geht eigentlich um den Ringlokschuppen, aber wir brauchen ja eben eine Strecke zum Bahnhof. Deswegen mache ich das mal so. Ja, mehr Weg ist halt auch schwierig. Wie ist es, wenn ich es direkt mache? Kommen wir auch nicht unten durch. Wir müssen mehr Weg haben. Dann machen wir das folgendermaßen. Machen wir die Brücke weiter unten. Brauchen wir kurz den Bagger. Machen das nochmal weg. Machen die Brücke hier. Dann haben wir mehr Weg. Dann wird das problemlos funktionieren. So, irgendwie so. Nochmal Kollege Holz bemühen. Jawohl. Zack, einmal diesen. Zack, einmal hier rüber. Und zack, einmal runter. Ja, jetzt müsste es funktionieren, der Pfeiler. Ja, ist schon ein bisschen nah am Gleis. Naja, so gibt es nochmal einen, so ist okay. So, und jetzt komme ich doch hier ins Gleis rein. Jetzt müssen wir aber vor allem noch gucken, wo wollen wir da rein? Wäre auch noch wichtig. Ja, so klappt. Oberleitung können wir eigentlich weglegen oder wegmachen, weil ich möchte hier eigentlich, wenn, ein Diesel oder vielleicht sogar eine Dampflok nochmal haben. Also einmal da rein. Das würde funktionieren. Machen wir mal. Dann haben wir hier Depotgleise. Die könnten wir kreuzen. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Ich baue es mal. Wo wollen wir denn rein? Hier in diesen schönen Bahnhof. Spiel. Dankeschön. Schnell die Linien aufrufen. Aha. Okay, wir haben hier eigentlich überall Platz. Und die Linie hier, die könnte eigentlich auch eins rüber. Die Unilinie. Die ist ja sogar im kurzen Gleis drin. Geh du mal eins rüber. Terminals, geh du mal in die, versuchen wir mal mit der 2. Ja, weil man sieht, das funktioniert. Die fahren einfach hier wieder raus. Jetzt müssen wir hier das Gleis haben, das so irgendwie hier rüber geht. Mhm. Das funktioniert hinten und vorne nicht, weil wir hier überall Weichen haben. Da bin ich versucht, tatsächlich. Moment, von hier müssen wir hier rüber. Ja, das geht halt nicht, wenn wir dort überall die Weichen haben. Oder von hier dann da rein. Das ist ja da auch Käse. Ich finde das mit den Weichen hier eigentlich cool, aber ja, man sieht, das wird eher schwierig. Wenn wir hier tatsächlich mit dem Gleis durch wollen, geht das gar nicht. Also irgendwie so hier raus. Ne, ich habe es ja gesagt, da sind überall Weichen. Und nur weil ich davon rede, gehen die natürlich nicht weg. Ja, aber das ist jetzt doch ein bisschen doof. Ich möchte tatsächlich nicht unbedingt hier hinten die ganzen Weichen weg haben. Wie kommen wir denn hier rein? Ja, es wird nicht anders gehen, als hier die Gleise zu kappen. Ja gut, dann gucken wir, dass wir die Gleise nachher wieder machen. So, einmal weg, einmal weg. Das lassen wir natürlich. Das kommt auch weg. Die Signale sind ja auch nur vom Depot. Dann müssen wir doch jetzt hier irgendwie reinkommen. Beziehungsweise raus. Ne, nicht daran. Ach, guck mal, das geht dann. Dann könnt ihr natürlich auch hier rüber. Würde natürlich auch gehen. Das nochmal kurz weg. Und dann dort ins Gleis rein. So, einmal so. Und dann einmal hier rein. Ja, jetzt bin ich genau ein bisschen zu lang gewesen. Das können wir eigentlich wieder zusammenhängen. Das passt ja. Nochmal kurz kappen. Und dann könnten wir eigentlich von hier hinten kommend rüber. Nämlich von hier. Jawohl, das funktioniert sogar. Zack, einmal gewuppt. Also jetzt kommen wir doch hier in unser Gleis rein. Das passt. Jetzt müssen wir das hier wieder anschließen. Das müsste eigentlich problemlos gehen. Dass wir das wieder hier hinziehen. Und dann hier wieder irgendwie in die Gleise reingehen. Zack, einmal so. Und hier noch andocken. Einmal so. Und dann wollen wir doch mal gucken. Von hier kommend da rein. Jawohl, passt. Von hier kommend irgendwo hier hinten rein. Passt. Und von hier kommend würden wir gerne noch da rein. Nicht rechnen, machen. Ja, geht nicht. Aber dann machen wir hier eine Weiche. Okay, jetzt schnappen wir uns wieder die Signale. Lützwergis. Zack, einmal hier. Zack, einmal hier. Zack, einmal hier. Das müssen die Depotgleise sein. Und jetzt müsste das doch bereits funktionieren. Aha, nee, noch nicht. Hier fehlen noch 2,50 Meter. Die müssen wir noch machen. Da rein, bitteschön. Aha, da sind die Steigungen zu groß. Ist es denn wahr? Dann machen wir hier einen Bogen. Mal gucken, ob das schon hilft. Ah, da haben wir noch eine Autosave. Ja, da kommen wir schon irgendwie rein. Im Prinzip müssen wir hier natürlich die Höhe haben.
dass ich hier bereits die Höhe generiere. Dankeschön. Ja, nee, so geht's ja gar nicht. So dockt es gleich mal gar nicht an. Ja, wir müssen die Höhe haben. Also das hier weg. Dann hier die Kurve. Und zwar so. Ja, ob ich hier reinkomme, ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Nee, das wird so nicht gehen. Jetzt haben wir eine Brücke. Ja gut, dann müssen wir das halt nochmal wegnehmen. Da haben wir eine Brücke gemacht und funktioniert sie nicht. Moment. Aber jetzt funktioniert sie gleich. Jawohl. Ja, das passt doch. Dann hier wieder ein Portal. Das hier hatten wir, glaube ich. Anschließen. Und dann haben wir hier doch tatsächlich unsere Holzbrücke für die Dampflokomotive, die hier vom Ringlochschuppen herkommt. Habe ich jetzt alles soweit gebaut? Ja, ich müsste. Dann können wir mal gucken. Au, das ist natürlich ein Güterbahnhof. Das wird gar nicht funktionieren. Das ist ja ein Personenbahnhof hier. Ein Güterbahnhof haben wir hier keinen. Ja gut, dann haben wir jetzt aber schön was gebaut. Einfach so. Es funktioniert aber trotzdem nicht, weil das ist ein Personenbahnhof. Hätte ich eher gucken müssen. Dafür haben wir ja nochmal eine schöne Brücke. Guck mal. Was machen wir denn jetzt mit der Strecke? Da könnte man natürlich schon noch hier eine Spitzkehre machen und damit einen Personenzug da rein. Ja gut. Wo haben wir denn den Güterbahnhof? Der ist irgendwie... Oh, hier ist der Güterbahnhof. Ach du grüne Neune. Okay, da hätte ich auch vorher gucken können. Habt ihr recht. Aber dafür haben wir jetzt einen schönen Streckenbau gehabt. Guck mal, hier haben wir da auch noch ein freies Gleis. Und hier kommen wir doch problemlos rein. So, machen wir das noch in die Richtung. Irgendwie so. Und wo wollen wir rein? In eins von diesen beiden Gleisen. Na, hier reingehen. Ja, das funktioniert bereits. Vom Depot auskommend. Zack, passt. Dann gehen wir hier rein. Ja gut, dann haben wir die Strecke. Also machen wir noch die Linie. Das wäre von hier. Aber doch schön, der Streckenbau. Haben wir wieder was gemeistert. So, das wäre dann Ringlokschuppen. Ihr ahnt es. Oberböser. Oberböser. Ringlokschuppen, Oberböser. Das passt. Jetzt muss ich aber selber schnell gucken, wie das genau ging. Wir müssen irgendwie ein Depot nehmen, das hier, da müsst ihr irgendwie fahren können. Und hier stellen wir dann natürlich noch Fegzüge rauf. Also eine Dampflokomotive. Ich würde aber eine kleine nehmen. Le Dampf. Irgendwie was Kleines, Schönes, nichts Riesiges, sowas hier. Badisch VL irgendwas 90. KMH. Gebonkt. Dankeschön. Dazu Cargo, aber auch nicht allzu viel. Irgendwie zwei schöne Wagen. Vielleicht sogar irgendwie sowas. Ein solchen. Ne, nicht kaufen. Herr Eisenberg, Konzentration. Mal weg. Jawohl. So, einmal den, einmal den. Wir sind hier noch bei gut. Machen wir drei. Das passt doch. Okay, kaufen. Dann zuweisen wäre Ringlokschuppen. Und das funktioniert. Da sieht man es. Den lassen wir jetzt auch rausfahren. Sollen wir schon mitfahren? Ich würde sagen, wisst ihr was, wir machen schnell Pause, weil dann stellen wir hier auf die Gleise zuerst noch die anderen Züge. Das hier, das sind tatsächlich keine Depotgleise. Okay, weil das ist ja das Depot Plus. Okay, wollte ich so nicht, aber da können wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wenn wir hier hinten noch irgendwie ein Depot hinstellen, dann können wir ja auch noch Züge raufsetzen. Würde ich sogar dann noch machen, aber dann machen wir zuerst mal die, die wir jetzt hier haben. Also... Da haben wir aber keinen Platz. Das heißt, das darf eigentlich nur etwas Kleines werden. Vielleicht sogar eine Köf oder sowas hier. So, hinzufügen. Und dann müsste das doch auch mit dieser Linie gehen. Ringlokschuppen. Jawohl, genau. Aber der Zug, ihr seht, der kann natürlich nicht weiterfahren. Er kommt gar nicht raus. Warum kommst du nicht raus? Achso, ich müsste auf Play gehen. Achso, dann fährt er weg. Ich mach ihn mal kurz hier, zack, so. Damit wir da noch mitfahren können. Dann steht er nämlich hier. Dann haben wir aber eine Fehlermeldung. Im Ernst jetzt? Ja, weil der nicht weiterfahren kann. Wie haben wir das denn behoben jeweils? Das kann man irgendwie beheben. Sonst hast du natürlich hier oben die ganze Zeit die Fehlermeldung. Das ist natürlich Käse. Indem ich ihn anhalte wahrscheinlich. Jawohl, dann ist die Fehlermeldung weg. Okay, gut. Dann haben wir das auch gelöst. Sehr schön. Dann haben wir hier was. Machen wir auch eine Lokomotive. Gerne eine elektrische. Irgendwie sowas in der Richtung. Nicht unbedingt ein Metronom. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir Fake-Lokomotiven. Die müssten doch auch gehen. Das sind aber auch Metronom-Kollegen. Railpool. Mach mal. Kaufen, zuweisen, Ringlokschuppen.
Haben wir da die Fehlermeldung, der fährt raus, wir bremsen ihn. Zack, und schon ist die Fehlermeldung wieder weg. Denkste. Denkste, jetzt ist die Fehlermeldung nicht weg. Moment, ne, ich bin ja auf Play. Bei dem hier ging es, beim anderen ging es nicht. Moment, ich möchte mal den hier nur haben. Mach mal zu hier. Nicht Fahrzeug, sondern Linie verwalten. Nee, geht nicht. Obwohl der angehalten ist. Warum geht das bei dem und bei dem geht es nicht? Finde ich irgendwie interessant. Strom haben wir ja, das ist nicht das Problem. Ja gut, ah, jetzt ist... Doch, die Meldung ist noch da. Da müssen wir den verkaufen, das geht so nicht. Das ist irgendwie Käse. Mach mal weg. Schade, bei dem ging es, beim anderen ging es nicht. Schauen wir hier mal noch. Ist klar, die können natürlich, die können hier nicht ihr Ziel erreichen. Jetzt haben wir hier immer noch eine Fehlermeldung. War die nicht weg hier bei ihm? Ne, guck mal, das geht nicht. Ei, wie doof ist das denn? Weil sie halt nicht da hinkommen, wo sie hinwollen. Wie haben wir das denn gelöst? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie hatten wir doch hier Züge drauf. Das hat doch eigentlich hervorragend geklappt. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ja, muss ich gestehen, weiß ich nicht mehr. Wir machen mal nochmal einen Test, weil... Ja, da sollen wir mit der Fehlermeldung leben. Das ist ja eigentlich auch egal. Ich mach mal hier noch... Ich mach mal noch einen zweiten Zug hier hin. So, wo haben wir ein bisschen mehr Gleis? Eigentlich nirgends. Dann machen wir die hier außen dann noch. Machen wir dich mal noch. Und wenn wir jetzt eh eine Fehlermeldung haben, ist eh egal. Dann haben wir eine Fehlermeldung. So, einmal dich dazu. Kaufen. Zuweisen. Ringlockschuppen. Da kommt er raus. Und Fehlermeldung. Die Fehlermeldung haben wir ja sowieso schon. Ja, das sieht doch auch nett aus. Sehr cool. Jetzt hier machen wir folgendes. Wir schnappen uns ein Gleis. Oder nee, lass uns erstmal das Depot setzen. Irgendwie gerne sowas Altes. Wo haben wir es denn? Hier vorne. Alt. Einmal drehen. Irgendwie hier hinten. Und von hier hinten düsen wir hier rein. Das müsste eigentlich funktionieren. Da kriegen wir natürlich wieder eine Fehlermeldung. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das ist aber in Ordnung. Aha. Ja, Herr Heisenberg, ist es denn wahr? Vielleicht doch erst... Vielleicht doch erst die Gleise machen. So, hier so mit dem Bogen. Ja, da ist die Krümmung zu groß. Jetzt ist er okay. So, einmal nach hier vorne. Und dann machen wir hier das Depot hin. Irgendwie hier hinten ein bisschen drehen. Zack. Gleis. Da rein. Zack. Gleis. Wenn ich es hinkriege. Einmal so. Passt. Sollen wir hier noch ein Signal? Signale setzen? Wird natürlich auch was. Lass uns mal ein Signal setzen. Hier ein Zwergi. Ach, geht da nicht. Okay, geht tatsächlich nicht. Aber geht das, dass ich jetzt hier einen Zug kaufe und hier hinschicke? Mal gucken. Fahrzeug kaufen. Vielleicht sogar dieses RHB-Teil. Dazu Cargo. Irgendwie so schöne Wagen hier. Okay, in der Länge. Oder darf sogar ein bisschen länger sein, finde ich. Kaufen. Zuweisen. Ringlock. Ja, das geht nicht. Okay, da kriegen wir tatsächlich einen Fehler. Schade, ich dachte, der fährt dann hier lang. Das müsste doch gehen. Das sind doch einfach Gleise von dem Depot hier. Vielleicht hätte ich nicht das Depot Plus nehmen sollen. Das ist natürlich ein bisschen die Frage. Ach so, nö, guck mal, der hat keinen Strom. Ja, das ist natürlich dann logisch. das ist klar. Okay, der kommt weg. Wir brauchen ja einen Diesel oder eine Dampflok. Oh, und wir haben natürlich noch den, ne, den Zug. Genau, mitfahren wollen wir da ja noch. Stimmt. Also, schnappen wir uns einen Diesel. Gerne dich hier. Dazu Cargo. Ja, gerne die hier. So, ordentlich lang. Jetzt mal gucken, ob das geht. Also am Strom kann es jetzt nicht mehr liegen. Jawohl. Also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht geht, weil das sind ja ganz normale Gleise da vorne. Also fahr du mal. Und dann mit dem noch mitfahren, genau. Und dann haben wir hier den Ringlockschuppen eigentlich. Ich weiß jetzt nicht mehr eben, wie haben wir denn das gelöst? Wenn du Fake-Lokomotiven nimmst. Ne, das haben wir ja gemacht, das hat ja auch nicht funktioniert. Da hatten wir trotzdem eine Fehlermeldung hier oben. Aber schöner Güterzug. Jawohl, gefällt mir sehr gut, wie er sich hier so Richtung Palmen bewegt. Sehr nett. Einmal hier gucken. Ja, und da muss er warten.
Aber das Signal können wir nicht setzen, das heißt, der fährt bis ganz nach vorne. Das ist schon mal sehr schön, das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Okay, gut, den haben wir, jetzt machen wir noch einen zweiten. Kriege ich den noch hin? Ja, wenn wir hier lang düsen, müsste das ja nicht gehen. Oder von der anderen Seite. Ja, ne, wir machen mal nur die Seite. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht, dass ich den hier auch noch machen kann. Diesel. Gerne dich. Moment, da müssen wir schnell mal erstmal alles wegmachen. Machen wir weg, 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 weg. Jawohl, dazu Cargo-Wagen. Und dann nehmen wir hier... Was haben wir denn noch Schönes? Zwei Kessel hätte ich gerne. Oder drei, vier Kessel. So. Ja, vielleicht sogar nochmal ein Kessel dazu. Kaufen, zuweisen. Ringlokschuppen. Da müsste jetzt eigentlich auf das andere Gleis fahren. Ich hoffe, das macht er auch. Ne, macht er nicht. Dann machen wir mal Folgendes. Er fährt hier nicht zurück. Bringt das schon was? Ne, bringt noch nichts. Doch, bringt was. Jawohl, dann ist die Strecke natürlich gesperrt. Das heißt, der andere Zug kann hier nicht langfahren, dann kann er fahren. Sauber. Dann nimmt natürlich auch automatisch das richtige Gleis. Das passt schon mal. So, wir warten hier, bis er kommt. Und dann steigen wir natürlich beim anderen Zug noch ein. Ich wollte heute eigentlich noch eine Interregio machen. Das habe ich gestern auch angekündigt. Aber der Ringlokschuppen dauert jetzt doch ein bisschen zu lang. Falls jemand von euch weiß, wie man die Fehlermeldung wegkriegt, wenn man das so macht. Das würde mich tatsächlich noch interessieren. Ja, irgendwie geht's nicht. Weil das ist natürlich einfach ein Fehler. In dem Sinne, weil die Strecke halt unterbrochen ist. Aber das sieht relativ nett aus, finde ich hier. Das hat doch Qualität hier. Mit diesem... Mit dieser Ansammlung der Züge. Gut, ich bin gespannt, ob wir hier was schreiben können. Wir könnten natürlich hier noch was machen, ganz klar. Ich möchte jetzt aber primär mal noch mit der Lokomotive mitfahren. Das ist ja nicht allzu weit. Aber das gönnen wir uns hier noch. Ne, gönnen wir uns nicht. Da haben wir, dass wir warten müssen. Warum dies, warum das? Hier ist ja kein Zug drauf, Leute. Jetzt fährt er. Aha, worauf hat der denn gewartet? Oder kreuzt nur irgendwo noch? Oder er hat Luft geholt, das ist natürlich auch möglich. Oh, schön, dieses Geräusch. So, einmal den. Und dann, ja, würde ich sagen, hier einmal aufs Dach rauf. Und dann genießen wir mal die Fahrt nach da vorne. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Dann sehen wir auch, dass es eine Dampflok ist. Und vor allem haben wir dann nicht den ganzen Rauch im Gesicht. Da bin ich natürlich auch froh. So, hier unter der modernen Brücke durch. Mit dem blinkenden Zwergi ist ja nur ein Zug und das lassen wir auch. Weil hier geht es eh schon den Bahnhof rein. Also das ist tatsächlich keine allzu weite Fahrt. Jetzt wäre es natürlich immer noch interessant, ob wir nicht doch noch etwas machen können mit der anderen Strecke, die wir jetzt gebaut haben. Schön, hier die Lufthansa ist unterwegs. Und wir mit unserer Dampflok. Passt natürlich wieder hervorragend zu Oberböser. Sehr gut, also. Dann haben wir dich. Ja, ich überlege gerade... Aber nicht irgendwie was mit dem Personenbahnhof. Wisst ihr was, wir machen noch was mit dem Personenbahnhof. Und zwar, haben wir hier nicht eh einen? Nee. Hier haben wir den Personenbahnhof, aber da kommen wir nicht in die Gleise rein. Wir müssten schon irgendwo hier oben noch was haben. Eine Personenspitzkehre. Dass wir hier eine Personenspitzkehre hinstellen oder einen kleinen Bahnhof. Ach komm, das kann doch eigentlich ein Bahnhof sein. Das muss doch keine Spitzkehre sein. Haben wir irgendwas Schönes? Kleines? Ja, wir können es natürlich einfach klein halten. Bahnhof Viersen mit zwei Gleisen. Der ist alles andere wie klein. Wobei wir noch hier die 160 Meter machen. Passt der hier hin, so rein optisch? Ja, zu viele Gleise. Wir brauchen tatsächlich nur eins. Der hier. Ein Gleis. 120 Meter. Ja, sowas habe ich gesucht. Sehr gut. Einmal hier an den Ringlokschuppen ran. Vielleicht ein bisschen hier hinten sogar. Das führt dann hier. Im Prinzip ist es eine Direktverbindung zu dieser Garage. Ja, oder hier ran. Moment, ich guck nochmal schnell. Das würde ich nochmal ein bisschen drehen. Nochmal. Ich kann wieder nicht kleine Schritte machen. Doch, jetzt geht's. Zack. Passt. Straße. Straßenanschluss. Können wir eigentlich mit so einem Weg machen. Von hierher kommend, wenn ich irgendwo hier rauskomme. Jawohl. Ne, der ist aber zu breit. Machen wir den hier.
Jawohl, da dockt es an. Dann haben wir hier einfach, ja, einen Weg für Fußgänger, der hier zum Bahnhof führt. Sehr gut. Jetzt habe ich hier die Gleise ein bisschen zugemacht. Ja, aber da können wir auch nochmal Weichen machen. Das geht schon. Moment, wir haben schon wieder ein Autosave. Jetzt müssen wir hier einfach irgendwie ins Gleis reinkommen. Entweder hier oder hier hinten. Machen wir das hier hinten. Okay, da kreuzen wir hier nochmal. Das ist doch in Ordnung. Dann haben wir das. Das heißt, wir brauchen eine neue Linie. Von hier. Hier rein. Funktioniert, jawohl. Dann gehen wir hier außen rein. Das ist irgendwie eine ungünstige Farbe. Lasst uns mal rot machen. Ist hier noch keiner drin? Ne, hier ist noch keiner drin, so wie es aussieht. Ja, und da wird die Strecke benutzt, die wir gemacht haben. Das wäre dann hier im Prinzip... Ja, das ist auch eine Fake-Linie. Fake, Personen, Zug. Ja, machen wir doch glatt nochmal Ringlokschuppen. Ist ja beim Ringlokschuppen. Fake-Personenzug, Ringlokschuppen. Dann wissen wir auch, das ist in Oberböser und hier steht sie sowieso auch nochmal. Gut, würde passen. Wo hatten wir das Depot? Ja, hier hatten wir das Depot. Ne, da brauchen wir ein anderes. Hier haben wir ein Depot. Führt uns jetzt aber nicht direkt hier in die Gleise rein. Ja, dann bauen wir nochmal eins. Bauen wir nochmal ein schönes Depot hier hin. Hier ein bisschen in den Wald rein. Nichts Riesiges. Weil eben, Depots sind halt einfach auch Gebäude, die cool aussehen, finde ich. Also von daher kann man das doch problemlos machen, dass man öfter mal tatsächlich ein Depot hinsetzt. So wie ich das halt mache. Irgendjemand hat mal geschrieben, wie viele Depots willst du noch setzen? Da habe ich gesagt, solange die nicht ausgehen, setzen wir noch welche, weil es halt schöne Gebäude sind. Gut, Gleis dazu. Zack, hier rein. Dann schnell einen Zwergi schnappen. Machen wir hier hin. Stimmt das überhaupt? Ne, jetzt bin ich ja falsch. Ne, ach, ich bin ja völlig falsch. Wir wollen ja nicht dort ins Gleis rein, wir wollen ja hier ins Gleis rein. Jetzt haben wir hier nochmal ein Depot. Gut, dann werden wir das Ganze so machen, dass wir von hier nach da kommen nicht. Ja, ich brauche nochmal ein Depot. Wisst ihr was? Dann machen wir halt nochmal eins. Heute ist der internationale Depot-Tag in dem Fall. Bringt das was, wenn ich so mache? Ja, das bringt definitiv was. Zack, einmal so. Nochmal ein Gleis. Zack, da rein. Nochmal ein Zwergi. Dann haben wir hier wirklich aber das eine oder andere Depot. So, und jetzt passt's doch. Gut, zukaufen. Schön, wie sie hier lang düsen. Ja, auch nichts Riesiges. Oder auch eine Dampflok? Kommt, wir nehmen nochmal eine Dampflok. Da waren wir doch jetzt gerade relativ schön und gut unterwegs. Mit welcher Dampflok machen wir denn das? Ja, mit einer kleinen, habe ich gesagt. Die haben wir vorher genommen. Das ist russisch. Die Mogul. Ja, das machen wir mit der Mogul. Einmal Mogul, bitteschön. Dann Passagiere, ganz alte Wagen. Baujahr. Wo haben wir es denn? Da. Das ist das Baujahr. Jawohl, irgendwie sowas in der Richtung hier. Sowas. Jo, nehmen wir. Hinzufügen. Sehr gut, kaufen. Zuweisen wäre dann Fake-Dingens. Fake-Personenzug. Jawohl, das klappt auch schon. Da kommt er hier raus. Stört euch die Fehlermeldung? Also mich stört sie tatsächlich ein bisschen, muss ich gestehen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben irgendwas Unerledigtes. Ist aber jetzt egal. Vielleicht hat er eben eine Idee, wie wir das wegkriegen. Sehr schön. Da haben wir den nächsten Zug, der hier noch ein bisschen in Oberböser rumfährt. Und das ist wieder eine Dampflokomotive. Finde ich sehr schön. Da oben kreuzt gerade die andere. Ach, in solchen Momenten denke ich halt einfach wirklich immer wieder, was ist das doch einfach für ein schönes Spiel. Echt, es ist einfach so. Klar, das ist jetzt wahrscheinlich sogar eine Mod, aber einfach, dass das geht, dass das als Spiel funktioniert. Dass das erst irgendwie 2014 sozusagen wieder umgesetzt wurde von Urban Games mit der Train Fever, ist schon erstaunlich. Dass da nicht vorher jemand auf die Idee gekommen ist, dass so eine Eisenbahnanlage doch halt einfach schon etwas Wunderschönes ist. So, wir steigen mal nochmal ein. Die Folge dauert schon ein Momentchen, aber das nehmen wir jetzt einfach mal mit, würde ich sagen. So oft fahren wir nicht mit Dampflokomotiven rum. Das Horn geht nicht, doch es geht. Also genießen wir das jetzt mit der Dampflokomotive, wenn wir schon mal endlich wieder mit einer lang fahren hier. Mal gucken, Führerstand, oh sogar sehr schön gemacht, guck mal. Das sieht doch stark aus. Aber wir begeben uns hier aufs Dach, würde ich sagen.
So plus minus etwa so. Und dann geht es ja auf die Holzbrücke rauf und hinten in den Bahnhof rein. Kann sein, dass wir da sogar ein bisschen warten müssen. Das da hinten ist, glaube ich, der ewig lange Personenzug, wenn ich mich nicht täusche. Mit der Dreifachtraktion vorne dran. Ja, die Wagen lassen 50 km/h zu. Also von daher, schneller wird der hier definitiv nicht mehr. Muss er aber auch nicht. Ja, schönes Bild hier. Viele Gleise, da hinten der lange Personenzug. Hier der Bahnhof Oberböser links und wir einmal, also der Personenbahnhof, der neue. Einmal hier in den Berg rein und hinten raus und dann sind wir beim alten Personenbahnhof von Oberböser. Da gibt es nochmal einen Tunnel und erst dann geht es auf die Brücke. Hier die S-Bahn Berlin. Die fährt hier, weil Oberböser ja das Nachbarstädtchen ist von Berlin, tatsächlich von Berlin-Potsdam. Deswegen haben wir hier die Berliner S-Bahn noch drin. Schön, wie er hier schnaubt. Macht und tut. Jawohl, hier geht es direkt auf die Holzbrücke rauf. Auch ein schönes Bild hier. Irgendwie die Holzbrücke erinnert mich ja tatsächlich immer wieder an die Achterbahn, die wir mal gebaut haben. Das ist da irgendwie einfach eine Holzachterbahn von der Konstruktion her. Aber für uns ist es jetzt nicht eine Achterbahn, sondern die Brücke, die uns in den Bahnhof hier in Oberböser reinbringt. Okay, wieder einmal hier rauf. Einmal schnell drehen. Jetzt einmal rüber. Jetzt brauche ich nochmal Mühhöhe. Mach mal Höhe und dann düsen wir hier rein. Und wir haben sogar freie Fahrt. Guck mal, das ist erstaunlich. Da muss die Unilinie warten. Gut, dann haben wir heute doch ein paar Linien gemacht. Wir haben den Ringlokschuppen. Falls jemand weiß, wie ich hier die Fehlermeldungen wegkriege hier oben, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Das hängt ja mit dem Ringlokschuppen zusammen. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Und tschüss, bye bye.